Können wir an. Das du noch einigermaßen beschreiben, wie das Velo im Zustand ist. Das ist also ein Herrenvelo. Die Luft ist vorne nicht drin, sollen wir mal schauen. Hinten auch nicht. He? Die Lampe wäre dran, das Licht, die Bremsen wären vorhanden, die Heckträger auch, der Sattel ist etwas gebraucht. Ist also schon ein älterer Jahrgang. Angebot bitte für das Herrenvelo. 2 Franken. 3 Franken. 2 mit 3 Franken. Wo ist 20? 20 zum Ersten. 20 zum Zweiten. 20 Franken zum 21. Zum Ersten, Zweiten, zum dritten Mal 21 Franken. Der Heiri Kählin ist einer der 6 Beamten der Zürcher Fundzentrale, der im Jahr 73'000 Fundmeldungen und fast 100'000 Verlustanzeigen entgegennimmt. Der Ausrufer macht er aus blossem Vergnügen. Damit ihr nicht Halsweh bekommt, geben wir hier Halsschleifen. Ich werde sehen, bis zum Abend sind komplett angelegt. He? 3 ganz lange, da könnt ihr den Schatz auch noch mitnehmen. Sofern man hat. Angebot bitte. 2 Franken. 3, 4, zweimal. 5, 6, zweimal. 7, zum ersten, zweiten, zum dritten Mal 7 Franken. Wie findig die Beamten der Fundzentrale sind, beweisen die Erfolgsziffern. Fast 3/4 fallen Hüte, Schäu, Foulard, Händchen, Schirme gehen wieder ab Sitzen zurück. Und etwa 90% der verlorenen Koffer samt Inhalt, von den Taschen, Uhren, vom Schmuck, von den Velo, Mofas, Ski und Skistöcke. 7 zum ersten, zweiten, zum dritten Mal 7 Franken. Da haben Sie etwas gefreut hier. He? Müsst ihr mal hören. Vielfraß ist das, der Pelz. Von einem Vielfraß. Also eine, der nicht so Appetit hat, kann den gut kaufen. He? 10 Franken sollten wir haben für die schöne Pelzkappe hier. Ist jemand da, der das bietet? Eine Dame. Vielfraß, passt ja mir noch. Angebot bitte. 11. 11 zum ersten, zweiten, zum dritten Mal 11 Franken. Auch die wäre fort. He? Vangalismen, deren ist meine verleidet. He? Schnalle hat sie auch gekauft. Aber ich werde staunen, ich kann es nämlich auch. He? Reinstechen, umschlagen, durchziehen und runterlassen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also, für einen, der gerne ein bisschen weitermacht. Nur noch zusammennehmen. Seht, ich muss nur noch zusammennehmen. He? Wäre... Oha. Wie gesagt, er ist verleidet. He? Jawohl, wunderbar. Angebot bitte. Für die angefangenen Sticksachen mit dem Köfferli. Wer will weitermachen? 7, 8 Franken. 10. 10, zweimal. 12. 16, zum ersten, zweiten, zum. 2 mit 17. 18. 19. 20. 2 mit 20. Das sind 2 mit 20. 21. 21, zum ersten, zweiten, zum. Dritten Mal 21. Es liegt natürlich viel am Ausrufer, wie die Kassen am Abend aussieht, ob man viel drin hat oder weniger. Es liegt also schon sehr viel an dem, der das ausruft oder an den Mann bringen will. Jeder kann etwas kaufen bei uns. Wir haben Ware für jeden Portemonnaie. Ein Artikel, den man im Alltag brauchen kann, Schirm und Hüte, Mappen und Koffer und Mäntel. Eben alles, was man mitnimmt im Zug. Der Erlös von einer Gant, manchmal sind es mehrere 10'000 Franken, wird 5 Jahre für die Verlierer zurückgehalten, falls sie sich noch melden sollten. Nachher geht er an einen Fonds für unschuldig in Not geratene Eisenbahner. 3 Damenschirm, Angebot bitte. 3 Damenschirm. Wichtig ist als Ausrufen, dass man ein bisschen Stimmung herbringt bei den Leuten, dass sie nicht einschlafen, dass sie richtig mitkommen. Das ist schon wichtig. 17. Zum ersten, zweiten, zum 23. Zum ersten, zweiten, zum dritten Mal 23. Zu oben, oben. Und was meint das Publikum? Ich war überhaupt nie in einer Gant. Ich habe schon oft gelesen davon und habe mich jetzt effektiv gefreut, zum Abend gut zu schnauken. Ich finde es eine glatte Atmosphäre und es ist für uns eine gute Gelegenheit, mal etwas zu erleben dazu zu sein. Das ist ja nicht sehr oft bei uns. Ja, macht mir Spass, manchmal draufzahlen, manchmal etwas gewinnen. Mir gefällt es, das ganze Theater da, sozusagen. Aber das hat keinen Wert, noch neues Zeug kaufen, oder?
Also ich hatte letztes Jahr das Goldblatt-Gehörli gekauft für 36 Franken. Läuft wunderbar. Der Bulli für 1 Franken und das für 7. Ja, etwas behalten für mich und etwas für die Schutte. Sie hätten mal alle geschlagen auf ein Weinfass, oder? Und dann hat es einen anderen gekauft für 40 Franken. Und am Schluss hat er es wieder verkauft für 10 Franken. Dann habe ich den Wein genommen für 5 Franken und sie ins Fass. Und das Fass hat sie noch nicht Gas gekriegt. Kommen die Leute wieder? Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ich komme nicht mehr. Das ist für alle immer ein grosses Erlebnis. Wir haben schon Leute gehabt, die haben gesagt, ich gehe lieber an einen Gang wieder ins Theater. Oder in den Knie oder in den Zoo oder irgend so.